Schon wieder da? Hm? Los doch, fordere mich heraus! Hier ist gerade ein Herzenswunsch erfüllt worden. Und doch sieht dein Gesicht so aus, als hättest du den Lebenswillen verloren. Gorm ist hier, mit den letzten seiner Männer. Wie kann dieser Troll es wagen? Warte auf einen anderen Tag. Wir unterstehen Haralds Waffenruhe. Und Gorm ist zu schwach, um irgendwas zu wagen. Dieser Wichsfleck in der Hose seines Vaters. Ich sollte ihn vom Antlitz der Erde wischen. Nicht heute, Eivor. Lass gut sein. Basim, behalt ihn im Auge und achte darauf, dass er genug trinkt. Ich werde meinen Vater suchen und zum Langhaus begleiten. Wie du wünschst. Geht es Heitam gut? Er wird wieder gesund, aber er wird nie wieder der Alte. Zum Glück hattest du Erfolg, wo er gescheitert ist. Ich war fest entschlossen. Als du Kjötvi besiegt hast, hast du da ein Siegel bemerkt? Silbern, so groß wie mein Handteller. Geschmückt mit dem Symbol einer Esche. Nimm es. Tausch es gegen irgendetwas ein. Ich weiß, wo Gorm lagert. Wenn du ihn treffen willst, ohne dass es ein anderer bemerkt, kann ich dir einen Kniff beibringen. Suchst du dir schon einen neuen Lehrling? Aber gut, ich beiße an. Was soll ich tun? Zieh den Umhang übers Gesicht. Tauch in der Menge unter. Lenke ab. Versteck dich in aller Offenheit. So arbeitet deine Bruderschaft also. Ihr schleicht am helllichten Tag herum und erdolcht eure Opfer, wo sie stehen. Wie du es sagst, klingt es beschämend. Wir sind Hüter der Gerechtigkeit und des freien Willens. Wir arbeiten im Dunkel, um dem Licht zu dienen. Es ist wohl keine Schmach zu täuschen, wenn die Ehre auf dem Spiel steht. Und Gorm ist ein Schandfleck auf der meinen. Dann lass uns sehen, was wir gegen diesen Fleck tun können. Versuch es einmal. Ein paar Dinge solltest du wissen, bevor du sein Lager betrittst. Sich ungesehen auf feindlichem Gebiet zu bewegen, erfordert allerhöchste Raffinesse. Deine Kapuze macht dich unkenntlich aus der Entfernung. Halte dich von wachsamen Augen fern und du bist unsichtbar für sie. Eine gezückte Waffe oder eine plötzliche Bewegung macht alle Tarnung zunichte. Falls das nicht deutlich genug war, du musst die Kapuze überziehen, damit der Plan aufgeht. Hab ich doch. Will ich verarschen? Dort in dem Lager ist Gorm.
og silfur, mat og drikk auðvitað. En hvað fleira? Haraldur Haraldur. Með eigi gera neitt. Eigi maður ganga í gegn. Freysa út til þín. Was hast du dir gedacht? Das Leben auf ihre Fragen. Das war wohl nächsten Satz mit X. Fyrir lífareyðar! Ganga, Athos! Kom þér undan! Nimm deine Waffe und folge mir vor die Mauern. Lass Odin entscheiden, wer von uns überlebt.
Du wagst es nicht, den Frieden des Königs zu brechen. Scheiß auf dich und dein Gerede von Göttern. Was sagst du jetzt? Ihr alle untersteht König Haralds Waffenruhe. Wer sie bricht, wird aus Alrekstadie verbannt. Ich mache keinen Ärger. Du wurdest ehrenlos in diese Welt geschissen, Gorm. Und wenn du gehst, endest du als Scheißhaufen in Hels tiefstem Abgrund. Kräh nur weiter, Eivor. Dann bist du ein leichteres Ziel. Das Ding sollte schon begonnen haben. Ich muss Sigurd finden. Zum Langhaus. Janis. Ich du, ich habe Freunde da. Wieder weiße Füße. Schauen wir uns an. Sag mir, dass Gorm noch lebt. Es schmerzt mich, aber er lebt. Danke. Sein Tag wird kommen. Oh, Götter, ich hasse lange Reden. Wenn du sie nicht selber hältst. Viele von euch kannten meinen Vater, Halfdan den Schwarzen. Ein großer Mann, der Großes erreicht hat. Halfdans Bein wurde bei unserem Tempel begraben. Seitdem wächst das Getreide viel höher. Bei uns haben sie seinen Arsch begraben und wir haben nichts als einen dreckigen Fluss. Ich träume von etwas Größerem. Einem gewaltigen Königreich der Krieger. So viele, wie es noch nie gab. Vereint unter einem König. Einer Herrschaft. Wir vergossen zu viel Blut beim Kampf gegeneinander. Heute vereinen wir uns und richten unsere Klingen nach außen, um neue Lande zu erobern. Und wer könnte uns besser zum Ruhm führen als ich? Ich kämpfte schon vor meinem 10. Lebensjahr und führte das größte Heer, das Nordwege je sah. Doch man sagt, ein weiser König braucht ehrliche Ratgeber. Und so frage ich, wer von euch ist gegen diese neue Regelung? Ich bin nicht dein Feind, König Harald. Doch ich bin auch nicht dein Untertan. Morgen segeln wir zu grüneren Ufern. Und so wird mein Königreich zu deinem. Das betrübt mich, edler Hör. Und was sagt dein Weib dazu? Hat sie nicht genug davon, immer weiter westwärts zu hinken? Mein Gatte und ich sind uns einig, Herr. Gemeinsam hinken wir nicht, wir fliegen. Ich bin traurig, eine Frau mit deinem Gemüt zu verlieren, Yuffina. Doch ich hege keinen Groll. Mögen die Nornier euch Glück gewähren. Mein König, ich biete dir meine Axt und meinen Eid. Eiserner. Gorm Kjötvison, du wagst es, dein Gesicht in dieser Halle zu zeigen? Haben nicht König Styrbjörn und sein Sohn Sigurd unser Land von dir befreit? Der Rabenclan hat mich entehrt, großer König. Sie vergifteten meinen Vater Kjötvi. Sie machten eine Posse aus einem ehrenhaften Tod. Bakraut, du lügst! Warte, Eivor. Hab Geduld.
Eine ernsthafte Anschuldigung, Gorm. Noch dazu eine falsche. Mein Onkel sah deinen Vater sterben. Eivor Wolfsmal, du hast Kjötvi getötet. Dieser Mann hier beleidigte deinen Clan. Was soll ich mit ihm tun? Du bist König dieser Lande, Harald. Die Entscheidung liegt bei dir. Das ist eine sehr ehrbare Antwort. Gorm, von nun an heißt du Wurm und bist verbannt. Verlasse dieses Land vor dem nächsten Vollmond, sonst verfüttere ich dich an die Krähen. König Harald, darf ich sprechen? Ich bitte darum, König Styrbjörn. Mein Volk hält unser Land seit jenen Tagen, als Odin noch selbst unter uns wandelte. Mein Königreich ist bescheiden, doch wir haben es mit unserem Blut bezahlt. Unser Sieg über Kjötvi ist der Beweis, dass wir es nicht kampflos aufgeben. Alle hier haben Freunde, Brüder und Schwestern begraben, Söhne und Töchter. Ich, für meinen Teil, habe mehr als genug Tod gesehen. Wer will, soll an anderen Ufern Krieg suchen. Wenn König Harald Frieden bringt, dann beuge ich mit Freuden mein Knie vor ihm. Was? Was in Hels Namen tust du denn, Vater? Einen dauerhaften Frieden sichern, Sigurd. Die Tage des Kämpfens sind vorbei. Davon hast du mir nichts gesagt. Kein Wort. Und ich werde keinen Titel aufgeben, der rechtmäßig mir gebührt. Dann geht der Krieg weiter. Männer sterben, Dörfer brennen, du dummer Junge. Das hier ist der einzige Weg zu wahrem Frieden. Du wirst als Trell sterben, du versoffenes Rind. Alleine und zahnlos auf einem Bett aus Stroh. Vergib meinem Sohn. Die Gefühle haben ihn übermannt. Ich nehme keinen Anstoß, Jarl Styrbjörn. Und ich danke dir für deine Treue. Es ist normal, den Wandel zu fürchten, sich zu wehren. Doch alles ändert sich und alles endet. Die Lektionen Ragnarök sind eindeutig. Wir sprechen uns bald wieder. Das war ein Hinterhalt, Herr. Wusstest du von Styrbjörns Plänen? Seit einigen Tagen, ja. Aber ich drängte ihn nicht. Das war allein seine Entscheidung. Eivor, träumst du von einer glorreichen Zukunft? Ein Krieger wie du wäre ein Segen für meinen Clan. Mein Schicksal ist verknüpft mit dem meines Bruders. Wo Sigurd hingeht, folge ich. Es wäre gut für uns beide, wenn du Nordwege verlässt, um die Hitze zu vermeiden, die aus Reibung entsteht. Ich habe nicht den Wunsch zu herrschen. Ich will nur ruhmvoll leben und sterben. Das mag sein. Doch wie fest wir unsere Entscheidungen auch fassen, das Schicksal bestimmt über den Ausgang. Nun legen wir das beiseite. Heute Nacht essen und trinken wir wie Götter und morgen erwachen wir in einem neuen Königreich. So, jetzt habe ich nicht mitgekriegt, worum es da ging. Der Sigismund war nicht mehr da, glaube ich. Und sein Vater auch nicht. Ja. Haralds Farben. Er markiert bereits sein Territorium. Markiert? Götter, er spritzt damit rum wie ein läufiger Welpe. Harald mag jung sein, aber er ist klug. Unterschätze ihn nicht. Er ist sehr schnell erwachsen geworden. Hier gibt es aber noch was abzuholen. Das will ich jetzt erstmal abholen. Also da. Und da ist auch noch was. Ach so. Ich bin bei denen. Du da!
Was führt dich hierher? Wenn du reden willst, komm näher. Bist du einer von Haralds Männern? Ja. Der König wünscht einen Überblick über die Lande, die er nun beherrscht. Mehr nicht. Darf ich fragen, ob du einer der Eroberten bist? Hat Harald auch dein Land genommen? Nein. Meine Familie lebt schon seit seinem Vater unter diesem Banner. Seit Halfdan dem Schwarzen. Nun, willkommen in Faunberg, Krieger. Wie geht es dir, Heitam? Du hast einen harten Schlag überlebt. Es heilt. Ich werde nie der Krieger sein, den Bassim aus mir machen wollte, aber ich kann der Bruderschaft auf andere Weise helfen. Wirst du in den Süden zurückkehren, nun da Kyrt wie tot ist? Tatsächlich ziehen wir gen Westen. Bassim ist ein unermüdlicher Kämpfer. Dann ruh dich aus, bevor ihr abreist. Verletzte tun sich nicht leicht auf dem offenen Meer. Natürlich. Danke. Sieh mal nach, Sünen. Es gefällt mir nicht, wie diese Soldaten mich beobachten. Ich finde es schmeichelhaft. Meinst du, einer von denen wird dich heiraten und mit in die Hauptstadt? Wie kann ich helfen? Nein, du bist jetzt erlöst. Und ich werde bereit sein, wenn du mich brauchst. Willkommen zurück, Wolfsmann. Wie viel habe ich denn? 9. Was ist denn das? Was will er denn von mir? Was ist denn das für Zeug? Entschuldigung. Brauchst du sonst noch etwas? Nein. Brauchst du sonst noch? Mehr brauche ich gerade nicht. Gut. Komm jederzeit wieder. So. Thank you.
Anfang leider. Jo, puh, So, den habe ich schon. So. Und bald danach werden sie in unseren Häusern leben. Bitte deine Zunge, sie könnten dich hören. Dir doch egal. Wenn diese Arschlinge an unsere Tür klopfen, schneide ich ihnen ein paar neue Löcher. Jo. Ich bin's, Eivor. Öffne die Tür. Komm rein, aber sprich nicht so laut. Als Männer werden aufmerksam. Wo werden wir wohnen? Die Einheimischen werden sich wehren. Der Krieg wird niemals enden. Vor 2 Tagen befreiten wir das Land von Kjötvi und seinen Hunden. Und doch feiern wir heute nicht. Sondern wir kauern unter einer Wolke der Furcht. Aber so muss es nicht sein. Wir sind nicht die Untertanen eines Kindkönigs, der uns mit Füßen tritt. Wir sind der Rabenclan. Unser Schicksal gehört uns. Wusstest du vom Treueschwur deines Vaters an Harald? Nein. Und daher brennt meine Wut heißer als die jedes anderen Mannes hier. Aber das treibt mich nicht in die Verzweiflung.
Wir können nicht in Nordwege bleiben. Nicht unter Haralds Stiefel. Nicht ohne neuen Krieg zu schüren. Also gehen wir voran. In neue Lande. Nach Englerland. In eine neue Heimat. Unser eigenes Königreich. Die Söhne von Ragnar Lodbrok sind bereits seit 8 Wintern in Englerland. Ist überhaupt noch Land übrig für einen Clan wie unseren? Mehr als genug, Weib. Von den 4 Königreichen Englerlands ist nur eines wirklich befriedet. Ich habe nicht vor, mich an Haralds Leine legen zu lassen. Mir gefällt die Idee. Unsere eigene Saga. Ich bin dabei. Wir brauchen Zeit und Ressourcen, um uns eine neue Heimat aufzubauen. Aber die Beute aus dem Sieg über Kjötvi sollte genügen. Nein, die gehört meinem Vater. Als gerechte Entschädigung. In Englerland müssen wir von vorne anfangen. Du willst, dass wir mit nichts in ein Land ziehen, das wir nicht kennen? Zu Menschen, die uns hassen? Kjötvis Schätze könnten uns den Weg sehr erleichtern, Sigurd. Ich besiegte ihn. Ich habe ein Anrecht auf diese Beute. Unser Abgang soll kein Angriff auf meinen Vater sein, sondern ein Neuanfang für uns selbst. Wenn wir gehen, brauchen wir alle Hilfe, die wir kriegen können. Wir beanspruchen Kjötvis Beute für uns. Ich verabscheue Diebstahl. Aber wenn es das braucht, damit du meiner Sache folgst, akzeptiere ich. Styrbjörn wird durch den neuen König versorgt werden. Kjötvis Güter gehören uns. Dann auf nach Englerland, bevor die Nacht anbricht. Packt ein, was ihr braucht, aber nicht mehr. Und haltet den Mund. Das Letzte, was wir brauchen, ist die Aufmerksamkeit von Haralds Truppen. Wie viel hast du gehört? Genug. Ein neuer Pfad hat sich gezeigt und deine Reise wird herausfordernd sein. Kommst du nicht mit uns? Um meiner Mutter willen kann ich nicht. Doch unsere Fäden kreuzen sich noch vor dem letzten Tag. Bis dahin, leb wohl. Bis dahin, leb wohl, ja, ja. Ach! Ja, puh. Ich muss abbrechen. Ich wünsche euch was. Danke schön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.